So, ja, hallo und herzlich willkommen hier auf Jekams Womo TV. Heute mal vom Hof des Wohnmobilhändlers meines Vertrauens. Warum? Ja, weil der Schorschi hat heute, das heißt, nein, nicht heute, sondern vor ein paar Tagen seinen TÜV bekommen oder seine Hauptuntersuchung. Ist natürlich anstandslos durchgegangen. Bis auf einen kleinen Mangel hat es gehabt. Er hatte da oben seine Vignetten drin vom letzten Urlaub noch. Das hatte der beanstandet. Das haben die hier natürlich problemlos weggemacht. Worum soll es aber heute gehen? Heute möchte ich euch ein Video zeigen, welches ich damals noch, oder damals vor 2, 3 Wochen, während meines Urlaubs in Lübben auf dem Campingplatz oder im Spreewald da aufgenommen hatte. Da hatte ich euch ja erzählt, dass wir viel mit dem Fahrrad unterwegs sind. Um eine solche Tour soll es heute mal gehen, nämlich um die Fahrradtour von Lübben nach Lübbenau. Die haben wir damals unternommen. Meine Frau, ich und die beiden Feldkinder. Zu Anfang gab es natürlich noch ein kleines Problem, denn die beiden Ventile des Fahrradanhängers für unsere beiden Schnutzels, die waren kaputt. So mussten wir also zunächst zu einem Fahrradhändler in Lübben fahren. Den haben wir dann auch gefunden in der Bahnhofstraße. Das mal kurz als Einspann, jetzt gleich im Video. Dann sind wir aber gleich hinter die Tore von Lübben gefahren, haben uns da die wunderschöne Natur des Spreewaldes, ja, obwohl Wald ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, denn viel Wald war das nicht. Das ist eher so eine Landschaft, Wiesen, Weiden, Sumpfgebiete, wunderschöne Stellen an der Hauptspree, kleine Seitenarme. Und wir haben da sogar geschafft, Biber in der freien Natur zu filmen, sind dann quasi weitergefahren nach Lübbenau, haben dort so einen kleinen Nachmittag vollbracht und sind anschließend dann zurück von Lübbenau nach Lübben und, denn das Video unbedingt bis zum Schluss gucken, haben den Tag beendet in einer Gastronomie der besonderen Art. Die seht ihr hier am Ende des Films. Gut, da will ich dann auch lange oder nicht mehr lange umher schwafeln. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Wir beginnen also unsere Fahrradtour hier am Campingplatz in Lübben. Aber zunächst erst einmal, wie gesagt, zu einem Fahrradzubehörhändler. Da ja, wie gesagt, die beiden Ventile des Fahrradanhängers von unseren beiden Schnutzeln kaputt ist. Und da brauchen wir halt neue. So, nun geht es noch bis da hinten zur Kreuzung und dann links ab und dann sollten wir eigentlich auch schon fast da sein. So, für alle, die mal hier sind und mal einen Zweirad-Zubehörhändler brauchen, das ist hier Zweirad-Händler Lehmann in der Bahnhofstraße, da vorne gleich links. Da hat man uns sofort geholfen, freundlich und kompetent. Ja, nachdem man uns dann geholfen hatte, wie die beiden Ventile also ausgetauscht haben, die Räder wieder vollgepumpt sind, da kann die Katrin natürlich auch wieder wunderbar schnell fahren. Zunächst geht es erstmal zum Hafen von Lübben. Vom Hafen dann also jetzt direkt über die Brücke zur Lagune bis zur Höhe und dann in die wunderschöne Natur gleich hinter die Tore von Lübben. Aber sieht selbst. Also an der Lagune vorbei. Wer jetzt nicht unbedingt weiß, was die Lagune ist, bitte das Lübben-Video anschauen. Da habe ich es mal im Detail gezeigt. Und dann geht es hier an der Lagune auch schon auf den Fahrradweg nach Lübbenau. Natürlich, unsere beiden. Gleich
Gleich hinter dem Campingplatz beginnt dann diese wundervolle Natur im Lübbener Umland. So, rechts von mir hier, da fließt so ein kleiner Seitenarm. Von vorne kommt ein Auto. Und links, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, doch bestimmt, fließt die Hauptspree. Und normalerweise habt ihr hier keinen Fahrzeugverkehr, also Pkw-Verkehr. So, nun kriegen unsere beiden Spatzel mal ein bisschen Auslauf, dass sie hier ein bisschen ruhiger werden. Los, ab! Auspowern. Und husch. Gut, allzu lange kann man die Kleinen hier nicht rennen lassen. Kurze Brücke. Mit Schwung hoch. Komm mal hier. Mal schauen. So, hier hinten haben wir mal eine Pause eingelegt. Eigentlich hatte ich ja vor, mal die Drohne steigen zu lassen, aber dann bekamen wir Besuch. Und ein Mann mit einem wunderschönen Pyrenäen-Berghund. Jetzt weiß ich alles über Pyrenäen-Berghunde. Und wir wollen natürlich unsere Fahrt jetzt auch fortsetzen. Also werden wir mal gucken, wenn wir den Rückweg hier lang machen, ob es dann funktioniert. Nebenbei gesagt, ist es auch ein bisschen windig. Aber dann zeige ich euch hier mal so ein bisschen was von der Spree. Wie gesagt, der Spreewald ist ja Natur- oder Biosphärenreservat. Das heißt, es darf hier nichts von menschlicher Hand irgendwie beseitigt werden. Das heißt also, dass die Natur sich hier komplett selbst überlassen bleiben soll, ohne menschliches Zutun. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier so kleine Fische. Denn die Spree hat natürlich alles, was die Fischwelt zu bieten hat. Aal, Zander, Barsch ist hier heimisch.
Wels natürlich auch und Karpfen. Hier scheint sich so ein Plötzen oder kleine Rotfedern zu handeln. Die sieht man eigentlich überall so ein bisschen. Natürlich waren auch Hilde und Gerda ganz mächtig angetan von diesem Platz und waren von hier kaum wegzukriegen. So, nun nachfolgend mal ein paar Impressionsfotos von dieser wunderschönen Umgebung. Ja, auch die schönste Pause findet mal ein Ende und außerdem wartet die Stadt Lübbenau ja noch auf uns. Nach einem kurzen Stück trafen wir dann auf zwei Schwäne, doch bei genauerem Betrachten, da sahen wir dann noch etwas. Einen Biber in freier Wildbahn. Natürlich wurde die Kamera sofort zur Hand genommen und das lustige Treiben hier ein bisschen beobachtet. Hier sehen wir noch einen zweiten. Der Biber weg, wa? Ja, wir haben jetzt also mal gesehen, dass es also auch möglich ist, so seltene Tiere hier im Spreewald fließen, in Natura zu beobachten. Wir hätten das stundenlang weitermachen können, aber irgendwie müssen wir ja auch weiter. Also rauf aufs Fahrrad und weiter in Richtung Lübbenau. Was denn? Was ist damit? Nee, das stimmt. Hallo. Dann sind wir hier in Lübbenau am Ortseingang angekommen. Diese Straße, dem Fahrzeug da hinten folgend, geht es dann natürlich wieder zum Mittelpunkt der Stadt. Jetzt ruppelt es erstmal ordentlich. Zum Hafen immer gerade durch, das heißt natürlich nicht die Einbahnstraße. Ja. Thank you.
So, jetzt kommen wir mal auf den oder in Richtung dieses Marktplatzes von Lübbenau. Wird hier also durch ein Tor durchfahren. Hier kommt ja auch bequem mit dem Wohnmobil durch, das habe ich also auch schon ein paar Mal vollzogen. So, jetzt wird es ungemütlich, jetzt ruppelt es. Jetzt muss ich mal kurz abschalten, denke ich. So, jetzt sind wir hier bei der direkten Zufahrt zum Hafen in Lübbenau. Und wie gesagt, das hatte ich ja auch in Lübben schon gesagt, dass ja also ab heute die Lockerungen gelten, die man ja was? Genau, ab hier können wir mal absteigen. Das haben die ja alles vorbereitet vor einer Woche, wie wir gesehen haben. So, auch die ersten Stände haben wieder geöffnet. Aber das gucken wir uns gleich nochmal alles an. So, also wie man sieht, die Kähne fahren wieder. Jetzt gibt es erstmal lecker Kaffee und eine schöne Cola, eine kalte. Hier direkt am Wasser. Ich würde sagen, ja. Na, das merken wir danach. So, mein Kaffee ist gekommen. Die Cola für Katrin natürlich auch, aber ich vermute, meine Cola hat man mir vergessen. Weil Platz wäre ja auf dem Tablett gewesen. Schauen wir mal. Meine Wette, Cola vergessen. Den Kaffee kann man hier empfehlen. Wie ich vermutet hatte, wir haben also die Pepsi vergessen. Kann alles passieren, Rechnung wurde dann korrigiert, wir haben eine bezahlt. Wie gesagt, passiert, aber ich hätte die Wette gewonnen. Auch sehr schön, gemütlich. Hofladen-Kaffee. Foto Michaels. Liz. Auch am wenigsten, da musste nicht fahren. Ja.
Was? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich kann. Was denn? Galina Weiß ist übrigens auch hier so ein traditionelles Erfrischungsgetränk mit leicht Alkohol drin. Ein uralter Schaukelstuhl. Jetzt noch ein Eis auf die Hand. Bei mir Walnuss und Vanille, Katrin, Panna Cookie und Schokomint oder so. Auf dem Rückweg kamen wir noch an diesem wunderschönen Haus vorbei und ich konnte nicht anders. Ich musste es noch aufnehmen. Was? Na gut, nach links. Aber wir haben den Tag auch schon fast rumgebracht. Jetzt geht es diesen wunderschönen Weg noch zurück. Natürlich haben wir jetzt vollen Gegenwind. Aber wie gesagt, wir hetzen nicht. Wir fahren gemütlich. Was? Ja, ja, eben. Wird mal sehen, ich hatte mir ja noch eine Stelle rausgesucht, wo ich vielleicht die Drohne noch mal steigen lassen möchte. Aber ob das aufgrund der Windverhältnisse noch möglich ist, keine Ahnung. Ich habe natürlich die Stelle gefunden, an der ich hier die Drohne noch einmal steigen lassen konnte und möchte euch hier ein paar Impressionen vom Spreewald oder von den Spreewaldfliesen noch zeigen. Thank you.
Glücklich sind wir zurück hier auf dem Campingplatz. Jetzt fahren wir mal zu einer Adresse, die ich jedem empfehle, der hier mal in Lübben ist. Und zwar, wenn wir jetzt zum Abendessen fahren, wohin es geht, das seht ihr gleich. So geht es uns gut. Hier wollen wir im Prinzip nur ein wenig Cola und ein wenig Brause holen. Haben eben nichts mehr. Dann müssen wir zusehen, dass wir bis 3:45, also 18.45 Uhr ungefähr, da sind, wo wir Abendbrot essen wollen. Eigentlich ist es auch wie so eine kleine Abkürzung. Man kann es natürlich vom Campingplatz auch alles bequem zu Fuß erreichen. Auf so ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde. Hier noch einen schönen Spaziergang. So, jetzt sind wir hier also am Ziel, an der City Dodge Saloon Bar, einer original amerikanischen Bar. Hier ein Restaurant im amerikanischen Stil, ein Spezialitätenrestaurant. Was es hier im Speziellen gibt, das seht ihr gleich. Ja, wir sind hier also im Saloon. Dodge City Saloon. Auch die Außenanlagen sind hier im typisch amerikanischen Stil. Na, ich sage mal, gestaltet mit auch Möglichkeiten hier außen zu speisen, wobei natürlich das absolute Highlight drin ist, wie wir gleich sehen werden. Von der Speisekarte ist hier eher ein Speisebrett. Sieht gut aus. Eine schöne Speisekarte im Western-Style. Suppensalate, Vorspeisen. Das hier ist so rechts die Exotenseite. Oh, wir. Eine große Cola Light. Cola Light? Ich auch. Danke. So rechts, wie gesagt, die Exoten. Auch das wird hier angeboten. Eben typisch im amerikanischen Style. Und rechts Beilagen, die man so frei wählen kann. Pute, Fisch, Schwein, alles im Prinzip da, auch vegetarische Gerichte. Kindergerichte extra, also kleinere Portionen. Alkoholfreie Getränke, Säfte, Bier, Longdrinks. Also eins kann ich verraten, das, was ich gewählt habe, steht auf der linken Seite. Und zum Knabbern wären hier immer so ein paar. Hätten wir so mit hergelegt. Könnte hier ruhig so hinfrutscheln. Ich würde ja gerne Bilder filmen hier, aber ich weiß nicht, ob ich das darf. Denn hier müsste ich ja eigentlich jede Person extra fragen, ob ich sie hier filmen darf. Aber ich glaube, das tue ich mir nicht an. Und wenn ich hier vielleicht mal ein paar Sachen filmen könnte an der Wand, dann hänge ich sie hier ran. So, das Essen ist da. Richtig, ein T-Bone Steak mit American Potato und ein bisschen Knoblauchsoße. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen.
Wir sind jetzt hier fertig, haben wunderbar gespeist und wir gehen uns jetzt zurück zum Campingplatz hier in Lübben. Es hat natürlich wieder wunderbar geschmeckt. So, wir haben hier vorzüglich gespeist. Wir begeben uns jetzt wieder zum Campingplatz, zum Wohnmobil, voll gefuttert. Schwupp, da war es passiert. Ja, ich habe hier mal gewartet, bis ihr fertig seid mit dem Video. Ich stehe hier immer noch auf dem Hof vom Wohnmobilhändler. Ja, was war passiert? Die Aufnahmen haben abrupt geendet, als ich auf dem Fahrrad natürlich noch ein bisschen was erzählen wollte. Aber der Grund dafür war natürlich mein Akku von dieser Kamera hier. Der war plötzlich alle. Ja, natürlich haben wir daraus gelernt, man sollte nicht mit einem Akku fahren, wenn man einen Ausflug macht und den dann auch noch filmen will. Ja gut, wir haben daraus gelernt, wir haben uns einen zweiten Akku zugelegt für das nächste Mal oder das nächste Mal sollte uns das nicht passieren. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier ein bisschen gefallen. Ihr habt so ein bisschen Eindruck gewinnen können, wie vielfältig diese Natur hier im Spreewald so ist, wie sie sich darstellt. Die Vielfalt der Tiere, die man hier beobachten kann und so weiter. Dann bleibt mir nur zu sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so seht oder was ihr so gerne, wo ihr gerne so eure Zeit verbringt, eher im Gebirge oder am See oder vielleicht auch so in der freien Natur, vielfältig mit Seen und Flüssen und etc. und was da alles sucht, knallt mir alles unten in die Kommentare rein, werden auch beantwortet, versprochen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn weitere Videos von mir online gehen. Ansonsten bleibt mir bloß zu sagen, bleibt mir schön gesund, ich wünsche alles Gute, ich hoffe, wir sehen uns auf dem einen oder anderen Campingplatz. Bis dann, ciao, ciao, euer Jens.